Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Mann, noch gar nicht so viele Ghost-Zocker online. Ja, das wird noch alles kommen. Ich bleib erstmal bei GTA 5, Leute. Und so werde ich auch weitermachen. Willkommen zu Online-Modus. Und da bin ich schon auf dem Baukran neben dem Maze Tower, neben dem Bank Tower. Und dort kann man sehr gut Base jumpen. Und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich habe schon die ganze Zeit versucht, mir diesen Fallschirm anzuziehen. Aber irgendwie geht das nicht. Können wir das nochmal wiederholen? Ja, komm schon. Zeig mal, was du unten da in deinem Rock hast. Willst du uns nichts zeigen? Hallo? Heiß auf jeden Fall. So, da hinten ist der Flughafen und dort werden wir jetzt runterspringen, weil ein Auto schon auf uns wartet, was uns abholen wird. So. Base Jump, würde ich mal sagen. Ja. Da oben waren wir gerade noch. Und schon sind wir wieder unten. Muss nämlich noch einen Anruf tätigen, Leute. Contact. Wenn ihr viel Geld haben wollt, ruft einfach mal Martin an. Er hat ja diese Mission. Wie heißt die denn nochmal? Hallo. How can I help you? Hä? Geht er gar nicht. Okay. So ein Scheiß. Call me back once you decide. Jetzt muss ich erstmal hier sicher landen. Ah! Nein! Oh Gott! Außer Gefecht, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ah! Nein! Wo ist mein Auto? Jetzt fahr bitte nicht weg, Leute. Fahr bitte nicht weg, du geile Karre. So, hier reinsteigen. Radio aus! So, und jetzt fahren wir mal zu meiner Karre, die ich ja mir bestellt habe, so. Oder ich habe da einen Peilsender gemacht. Oh, die müsste doch stehen. Jo. Und da müsste auch ein Helikopter stehen. Tatsächlich. Steht da. Jetzt kommt natürlich das, was ich am meisten hasse. Da runter zu springen. Versuchen wir es einfach mal. Unangenehm. Ich weiß. Burn. Komm, flieg in die Luft. Ich hab keine Angst. Komm on. Oh. So, rein in Heli und auf zum Flughafen. Ja, Radio ist aus. Super. Wen haben wir denn da alles online? Den Freck 69. Ja, wenn wir jetzt gerade zum Flughafen fliegen, will ich nochmal auf Call of Duty Ghost eingehen. Und zwar, ich habe ein richtig großes Problem. Und zwar, ich habe einfach keinen Speicherplatz mehr für Ghost und würde auch nicht gerne jetzt was löschen. Also wieder eine Frage, Leute, an euch. Kann man eine Festplatte eigentlich einbauen in die PlayStation 3? Schreibt es mal in die Kommentare, weil sonst müsste ich ja ein anderes Spiel löschen. Weil Ghost passt bei mir nicht rein, Leute. Weil ich habe gerade mal 12 Gigabyte. 12 Gigabyte, wer glaubt denn das, Leute? 12 Gigabyte, das gibt's nicht, oder? Ja, so ist das halt. Super slim, so einen Scheiß zu produzieren. Mann. Ja, es kommt mein absolutes Favoritenfahrzeug hier in GTA. Aber es gibt noch ein Fahrzeug, was geiler ist. Ich meine jetzt nicht den Titan, nein. Ich meine was anderes. Das zeige ich euch jetzt hier mal. Wir gehen mal einfach mal hier auf die Fluggeräte. Und zwar dieses Flugzeug, der Vellum. Also das einmotorige Hochleistungsflugzeug, speziell abgestimmt auf Bedürfnisse des Firmenvorstands, ist wirklich das beste Fahrzeug, was es gibt. Der Rest kannst du gerade knicken. Und der Mammut ist Platz 2. Und das musst du ja nicht mal kaufen, das Fahrzeug. Ist auch immer der Fehler, Leute. Ja, die Leute, die machen immer einen Fehler. Ja, die kaufen sich dieses Flugzeug für $450.000, obwohl es gerespawnt wird am Flughafen, immer an dieser gleichen Stelle. Das heißt, es ist eigentlich völlig unnötig, sich ein eigenes Flugzeug zu kaufen, weil das sowieso nur Kosten verursacht. Und ja. Starten wir mal die Karre. Los geht's. Volle Kraft voraus. Der Mammut, der ist auch ein bisschen schneller als der Cobain 800.
Der ist locker 40 km/h schneller und hat die gleiche Geschwindigkeit wie so ein Luxor. Also diese Maschine ist echt nice. Jetzt darf man nur nicht vergessen, die Maschine gleich hochzuziehen. La 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 la. Guck mal, ist das nicht nice? So, hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Flug YouTube Gamescom. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem kleinen Rundflug über San Andreas. Wir fliegen jetzt gerade über den Airport, wie ihr gerade sehen könnt. Wir werden gleich in den berühmten Mace Bank Tower fliegen. Es wird leider kein Rückflugticket geben. Wir werden mit etwa 200 Stundenkilometer in den Mace Bank Tower rasen. Ich wünsche Ihnen bis dahin noch einen guten Flug und so weiter. So, also, ihr habt gehört, Leute, wir werden jetzt mit 200 Kilometer pro Stunde, das sind natürlich 50 Meter pro Sekunde, in den Mace Tower rasen. Jetzt muss ich nur gucken, welche Aussicht wir nehmen werden. Ja, nehmen wir die. Wir nähern uns dem Ziel. Mace Tower. Da ist er. Jetzt machen wir mal ein paar Bonzen platt. Ihr Bonzen! Oh, geile Leute. Jetzt haben wir einen kleinen 9-11 gemacht. Was ist denn das hier? Mission. Mission. Was für eine Mission? Was ich mal machen wollte, ist so ein Base-Jump-Missionchen. Das können wir jetzt gerade mal machen. Im schlimmsten Fall machen wir einfach Einzelspieler. Weil dort kann man ja auch sehr gut Base-Jumpen. Ah, komm, renn, 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 renn. Was ist denn das eigentlich hier? Ein Affe? What the fuck? Boah, die muss man mal eine Schelle geben. Morgan Freeman. Jo, fliegen wir mal. iPhone raus. Posten. Radio aus und was haben wir denn noch? Ja, das passt schon. Nee, ich will den Job nicht verlassen. Spielen wir das ganze Ding? Ja, ich will alleine spielen. Bereit zum Spielen. Lass uns loslegen. Machen wir mal einen kleinen Basejump. Wie ihr gerade seht, ich bin im YouTube, im Clan Libanon Elite. Kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Libanon Elite. Geiler PS3-Clan. Okay. Ich muss sagen, springen wir, oder? Wie kann ich hier springen? Ah, ja. Ja! Wow. Oh Gott. Cool. Wir haben es geschafft. Punkte 0. Mal gucken, wie viel Dollar ich bekomme. 185 RP. YouTube Gamescom gewinnt Libanon Elite. Yeah! Wir sind die Besten! Leute, das war's. Let's Play Together. GTA 5. Ja. Was ist das hier? 5 Studio Los Angeles? Nee, komm. Das war's. Lass mal's gut sein, Leute. Ich sag ciao. Und bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!